Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Achtsamkeit und Meditation. Hallo ihr Lieben, wie ich euch eben schon gesagt habe, geht es heute um das Thema Achtsamkeit und Meditation. Und wer meine Videos jetzt schon länger verfolgt, weiß, dass ich sehr gut mit Seven Mind klarkomme. Seven Mind ist eine App, wo ich wunderbare Meditationen durchführen kann, praktizieren kann, egal zu welchem Thema. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Und zwar habe ich die Seven Mind App hier direkt bei mir. Ja, genau. Da steht auch mein Name und schön, mich wiederzusehen, so ungefähr. Na okay, hier steht jetzt, die nächsten Minuten gehören dir. In deinem aktuellen Kurs Gelassenheit wartet jetzt die 6. Meditation auf dich. Ich bleibe jetzt auch gelassen, weil ich die Kameraeinstellungen falsch hatte. Aber okay, gut. Ich finde das Thema Achtsamkeit und Meditation sowieso sehr, sehr wichtig. Ich habe gelernt, achtsam durch die Welt zu gehen. Alleine wenn ich spazieren gehe, ich gehe wirklich mittlerweile mit offenen Augen spazieren durch die Natur. Ich sehe die Tiere, ich sehe die Farben. Ich mache viele, viele Bilder. Wer mir auf Instagram oder auf Facebook folgt, der sieht die Bilder auch ziemlich oft. Manchmal habe ich hier ja auch eine Diashow, die ich hochlade. Das sind einfach so kleine Eindrücke von den Dingen, die ich wahrnehme, die ich sehe. Und ich finde es immer wieder schade, dass man das, was man wirklich sieht, gar nicht wirklich so auf den Bildern festhalten kann, weil das, was man sieht, ist dann noch schöner und das gibt einem diese Glücksgefühle. Ja, also mir gibt es zum Beispiel Glücksgefühle. Ich fühle mich glücklich, wenn ich rausgehen kann, ich sehe die Natur oder ich rieche die Jahreszeiten. Also man kann zum Beispiel den Winter riechen, man riecht den Schnee. Auch wenn viele sagen, Schnee riecht nach nichts, aber ich finde, man kann den Schnee riechen. Im Herbst riecht man die Blätter und das Gras. Im Sommer riecht man die Blumen und im Frühling fangen an, die Blüten zu sprießen und man riecht die dann. Die Erde riecht auch ganz anders, wenn man zum Beispiel durch den Wald geht in den verschiedenen Jahreszeiten. Und das ist Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und die schenke ich der Natur. Und die Achtsamkeit, also diese Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit nehme ich mir. Also ich fange auch an, mittlerweile sehr achtsam zu essen. Das heißt, auch wenn ich mal eine Pizza esse, esse ich die sehr, sehr achtsam. Ich genieße die. Ich lasse die regelrecht im Mund zergehen. Und den Geschmack, die verschiedenen Geschmäcker. Weil auf einer Pizza sind ja jetzt zum Beispiel mehrere Belege drauf, so ein Gemüse, dann vielleicht mal Fisch oder Fleisch, also Salami oder Hühnchen und der Käse und die Soße und die Gewürze und das alles rausschmecken. Also diese Achtsamkeit, das finde ich ganz, ganz toll. Das Thema Achtsamkeit schreibe ich mittlerweile sehr, sehr groß, weil es mir einfach nur gut tut und ich bin auch dankbar. Dankbarkeit ist auch was ganz, ganz Wichtiges und ich bin dankbar für mein Leben, ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar für meine Gesundheit, ich bin dankbar für meinen Job, ich bin dankbar dafür, dass ich jeden Tag was zu essen und zu trinken auf dem Tisch stehen habe. Ich bin dankbar für unsere Tiere, ich bin dankbar für alles. Ich bin wirklich für alles dankbar, für die kleinste Kleinigkeit bin ich dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass ich hier meine Tasse Kaffee stehen habe. Also das sind alles so Dinge, es ist halt viel passiert bei uns und ich weiß, vieles mehr zu schätzen, vieles intensiver wahrzunehmen, intensiver zu leben, sage ich jetzt mal. Es ist nicht alles selbstverständlich, was wir eigentlich als selbstverständlich sehen. Und wenn einem das bewusst wird, ist das schon ein ganz großes Geschenk, finde ich. Auch die Dankbarkeit ist ein ganz großes Geschenk. Und mir geht es damit auch wahnsinnig gut. Und ich versuche auch, viele negative Dinge von mir fernzuhalten. Ich habe mich von vielen negativen Menschen getrennt. Ich trenne mich auch jeden Tag von materiellen Dingen. Also wo ich sage, das brauche ich jetzt nicht mehr, das kommt jetzt weg. Natürlich kommen auch neue Dinge dazu, wenn ich mir jetzt was kaufe. Es ist jetzt nicht so, dass ich minimalistisch lebe oder so. Aber es gibt halt Dinge, wo ich sage, das brauche ich nicht, das kann jetzt weg. Es gibt Dinge, wo ich das sage. Es gibt Menschen, wo ich das sage. Und man wird ruhiger. Man wird ruhiger, man lebt gelassener. Und das finde ich ganz, ganz toll.
Und dabei hat mir wirklich geholfen, auch dieses Achtsamsein, dieses Aufpassen, dieses achtsamen Leben, dieses auf sich selbst achten, was ja auch mit Achtsamkeit zu tun hat. Und um zu gucken, was ist jetzt gut für mich, was ist jetzt schlecht für mich und um zu realisieren, was ich brauche und was ich nicht brauche. Ja, und diese Meditation, die kann ich auf jeden Fall empfehlen von Seven Mind. Ich habe davon aber auch wie letztes Jahr wieder diesen wunderschönen Planer. Das ist so ein, ja, fürs nächste Jahr. Das ist dann dieser Planer. Und da habe ich zum Beispiel diese Jahresübersicht. Und ich finde den Planer halt sehr, sehr toll. Ich habe hier eine Einleitung drin, wo ich mir nochmal Gedanken machen kann, was ich überhaupt möchte. Finde deine Werte, steht jetzt hier zum Beispiel, kann ich meine Werte eintragen, was für mich dazugehört. Und wie zum Beispiel als Beispiel steht hier Vitalität, Bewegung, gute Ernährung und Freunde. Ja, das kann man sich zum Beispiel auch sehr gut eintragen oder die Ziele definieren. Jeder Mensch hat Ziele und ich finde, es ist wichtig und auch gut, wenn jeder Mensch sich seine Ziele auch aufschreibt. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel Platz, ich muss gerade gucken, Platz für die Ziele im ersten Halbjahr für nächstes Jahr. Und da trage ich mir dann halt auch meine Ziele ein. Dann auch die Macht der Gewohnheit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas immer wieder tue, dass ich das vielleicht ändere. Dass ich jetzt nicht zum Beispiel, weiß ich nicht, dass ich an den Gewohnheiten was ändere, aber auch neue Gewohnheiten dazu füge. Weil, wenn ich jetzt sage, ich möchte abnehmen, wie es halt eben, wie es ihr auch bei mir im Abnehmen-Vlog und so seht, ja, zum Abnehmen gehört aber auch noch mehr dazu als nur Essen und gesund essen. Da gehört zum Beispiel auch die Bewegung dazu. Dann erschaffe ich mir neue Gewohnheiten. Ich gehe jetzt zweimal am Tag spazieren und das circa für eine halbe bis zu einer Dreiviertelstunde, manchmal sogar bis zu einer Stunde. Und die Bewegung, die tut mir wahnsinnig gut. Wie ich eben schon gesagt habe, ist es ja auch so, dass ich draußen auch mit meiner Achtsamkeit arbeite. Ich schaue mir die Natur an, ich schaue mir die Tiere an, ich mache viele Fotos, damit ich die Gefühle ein bisschen festhalten kann. Und diese Gewohnheiten kann ich mir dann auch hier aufschreiben. Dann haben wir hier den Monatsauftakt. Zeige ich euch auch mal das Beispiel. Ja, also der Planer ist schon sehr praktisch, wenn man an seiner Achtsamkeit und an seinen Zielen und Gewohnheiten arbeiten möchte. Ich kann jetzt hier meinen eigenen Monatsauftakt für Januar machen und der Kalender fängt am Montag, den 31.12. an. Der ist so aufgeteilt, wie ich damals mal meine Happy Planer hatte. Ich habe hier richtig schöne Spalten, kann zum Beispiel Fotos vom Sprocket oder so noch mit einfügen. Und dann habe ich auf jeder Seite einen Achtsamkeitsimpuls. Der steht hier unten. So. Ja. Das ist dann der Achtsamkeitsimpuls und ich finde den auch sehr praktisch und schön. Ja. Am Ende vom Monat kann ich mir einen Monatsrückblick eintragen. Das lief gut, das lief nicht so gut und was ich dann eben auch daraus gelernt habe, dann habe ich auch Platz für Notizen, so zwei Seiten am Ende vom Monat. Ja, und dann fängt auch schon der Februar an und das geht dann so durch das ganze Jahr und habe am Ende vom Buch noch mehrere Seiten frei für die Notizen. Ich habe aber am Ende auch noch viele, viele Dinge, die ich eintragen kann. Ich habe einen Jahresrückblick fürs erste Halbjahr, fürs zweite Halbjahr. Ich habe Seiten, wo ich reinschreiben kann, welche Highlights ich in dem Jahr hatte. Was ich mir fürs neue Jahr wünsche, kann ich mir schon eintragen. Welche Werte mich in Zukunft begleiten sollen und was ich mir, steht da nochmal, ja, was ich mir für das neue Jahr wünsche, habe ich dann auch nochmal hier. Ja, und dann kommen Notizen und Tests. So Tests für mich selbst. Ein Wertetest. Und dann habe ich hier die Auswertung. Ja, und dann habe ich hier noch ein paar Artikel, die ich mir durchlesen kann. Zum Beispiel Schluss mit Frust. So entwickelst du neue Gewohnheiten, was ich eben erwähnt habe, wie man zum Beispiel bei dem Thema Abnehmen zum Beispiel mehr Bewegung mit in den Alltag einbaut. Zeitmanagement, hol dir deine Konzentration zurück. Zeitmanagement ist für mich momentan ganz, ganz wichtig.
dass ich meine Tagesplanung ein bisschen besser geplant bekomme als letzte Woche. Also letzte Woche war katastrophal. Ja, wie Meditation mehr Ruhe in deinen Alltag bringt. Meditation, habe ich ja schon gesagt, ist mir sehr, sehr wichtig. Das hat mir sehr geholfen, auch bei der Psyche, beim Runterkommen im Alltag, wenn ich mal wieder zu hektisch war, wenn der Alltag zu hektisch war. Ja, moderne Achtsamkeit, wieso Meditation kein bestimmtes Weltbild hat. Nein, es ist wirklich so. Früher hatte man vielleicht das Bild davon, dann wie Buddha oder so, dann da zu sitzen und Nein, das ist Quatsch. Also jeder kann meditieren, egal welche Glaubensrichtung man hat, welches Weltbild. Ja, so nutzt du Kritik für dein Selbstbewusstsein. Ja, das habe ich auch gelernt. Und dann, wie gesagt, noch so ein paar Notizen. Also ich kann diesen Planer echt empfehlen. Vor allem, wenn man jetzt so in das Thema Meditation und Achtsamkeit einsteigen möchte, ist der sehr, sehr hilfreich. Ja, und dann habe ich hier passend dazu, wie letztes Jahr auch, den Kalender. Der ist wunderschön. Ich zeige euch mal schnell zum Beispiel den Anfang im Januar. Da habe ich dann auch meinen Achtsamkeitsimpuls. So, und da fängt er dann auch am 31. an. Und hier unten haben wir noch ein wunderschönes Bild, was ich später auch als Postkarte nutzen kann. Ist sehr praktisch, sieht toll aus und ziert meinen Schreibtisch. Ja, also ich finde das wirklich, wirklich wunderschön und ich bin dem auch, auch diesen Gegenständen, sage ich mal, sehr, sehr dankbar, weil der Planer, der hilft mir wirklich sehr. Ich kann auch meine Termine eintragen, ich bin nämlich wirklich ein Schussel. Ich habe sie manchmal im Handy drin, aber ich vergesse es trotzdem. Ich schreibe mir lieber die Termine alle noch mal extra auf und so brauche ich mir auch keinen Druck mehr machen, was auch wieder sehr gut ist zum Thema Achtsamkeit und Gelassenheit und kann nachschlagen. Ja. Ich habe auch eine Jahresmitgliedschaft von Seven Mind, möchte aber sehr wahrscheinlich Ende nächsten Jahres die Lifetime-Mitgliedschaft kaufen. Ich kann euch jetzt gerade mal die Preise nennen. Kleinen Moment. Schauen wir doch mal. Also einsteigen könnt ihr auf jeden Fall kostenfrei. Da gibt es einen kostenfreien Grundlagenkurs, den könnt ihr mitmachen. Und dann gibt es halt noch Themen, die jedem wichtig sein können. Zum Beispiel Gesundheit oder bei mir Angst oder Gelassenheit, Schlaf, Glück und alles Mögliche. Das ist wirklich passend. Für jeden, wirklich für jeden. Es gibt auch Single-Meditationen, die jetzt keinem Paket, sage ich jetzt mal, keinem Kurs zugewiesen sind, die man auch einfach so mal zwischendurch machen kann. So, monatlich kostet die Mitgliedschaft 11,99 €, jährlich 4,99 € pro Monat, was aber dann auch in einem abgebucht wird. Und die Lifetime-Mitgliedschaft kostet 149,99 €. Dann hat man die aber immer, wirklich immer. Ja. Und ich kann die wirklich, das sind dann 7 Minuten, die du dir für dich selbst nimmst. 7 Minuten, was sind 7 Minuten? Die hat doch eigentlich jeder. Die 7 Minuten nimmt man für sich selbst, ist dann flexibel, man kann morgens, mittags, abends, kann man dann meditieren. Der Grundkurs ist, wie gesagt, kostenlos. Schaut euch die App Seven Mind einfach mal an. Und die Trainings, die sind auch wissenschaftlich fundiert zu Stress, Gesundheit, Gelassenheit, Beziehungen, sogar zu Beziehungen. Und ich kann es einfach nur empfehlen. Ja. Und wie gesagt, so Achtsamkeit, Meditation begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile und hat mir so geholfen, aus meinen Tiefs rauszukommen. Jetzt im Winter wird es wieder ein bisschen kritisch bei mir. Ich denke, ich werde mein Vitamin-D3-Haushalt ein bisschen in Aufschwung bringen. Das heißt, ich werde mir so Nahrungsmittelergänzung kaufen und die dann zusätzlich nehmen. Und wie gesagt, weiter an meiner Achtsamkeit arbeiten und meditieren. Mir jeden Tag wirklich meine 7 Minuten nehmen, abschalten, bei mir selbst sein, für mich da sein. Und ja, dann kann eigentlich nichts schief gehen, hoffe ich. Ansonsten hilft ja auch noch rausgehen und dort ein bisschen abschalten. Ich meine, es gibt eigentlich kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Je nachdem, wie man sich anzieht, ist auch so ein Regen nicht schlimm. So ein Regentag kann auch
sehr schön sein, auch was Achtsamkeit betrifft, wenn die Tropfen runterkommen. Ich habe letztens gesagt, wo wir spazieren waren, es fühlt sich so weich an. Also die Tropfen, die waren wirklich richtig weich auf meiner Haut. Und das sind so Dinge, die wären mir früher nie über die Lippen gekommen. Und ich glaube, dass mir das alles wirklich wahnsinnig geholfen hat, dass ich wieder zu mir selbst finde, dass ich wieder ich werde. Ich habe auch noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar möchte ich unter einem von euch einen Monat 7Mind verlosen. Das heißt, ihr bekommt dann einen Monat Mitgliedschaft, einen kleinen Gutscheincode, den könnt ihr euch dann eingeben, wenn ihr euch ein Profil anlegt bei 7Mind, und könnt dann einen ganzen Monat lang kostenlos ausprobieren, wie es ist mit diesen Meditationen, mit den Kursen, mit den Singles, mit der Achtsamkeit. Und vielleicht ist das ja auch was für den einen oder anderen, ein bisschen gelassener zu werden, nicht alles so ernst zu nehmen und ein bisschen runterzufahren, um es einem gut gehen zu lassen, um sich selbst was zu gönnen. Ja, mitmachen ist auf jeden Fall ganz einfach. Ihr schreibt mir unten in die Kommentare, warum ihr den Monat gewinnen wollt, mit dem Hashtag 7Mind. Und ihr müsst 18 Jahre alt sein. Und ja, die genauen Teilnahmebedingungen, wann das Gewinnspiel startet, wann es endet, etc. pp. Schreibe ich natürlich oben in die Infobox. Lest es euch bitte genau durch. Und falls ihr gewonnen habt, schreibt mir dann bitte eine E-Mail. Die werde ich dann auch oben reinsetzen. Und dann könnt ihr einen ganzen Monat lang auch mal meditieren mit der 7Mind App. Vielleicht seid ihr ja genauso begeistert wie ich und probiert es mal aus. Ich verlose hier einen Monat Mitgliedschaft und ich verlose auf Instagram einen Monat Mitgliedschaft. Ja, so. Und jetzt hoffe ich, dass ihr Lust drauf bekommen habt und beim Gewinnspiel mitmachen wollt. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, wann ihr mir das Video schaut. Und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, euch mit mir nochmal zum Thema Achtsamkeit, Meditation oder Gelassenheit zu unterhalten. Vielleicht mache ich passend dazu noch ein paar Videos, weil das ist wirklich ein Thema, was mich beschäftigt, was mir geholfen hat und was ich gerne weitergeben möchte. Was ich an euch weitergeben möchte, was euch vielleicht auch weiterhelfen kann. So, und jetzt habt einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, lasst euch gut gehen. Dankeschön fürs Zuschauen und macht beim Gewinnspiel mit, wenn ihr Lust habt. Ja? Gut, bis dann. Tschüss.